Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute etwas Besonderes ausprobieren, denn ich habe einen Duochrome Lidschatten gekauft. Schaut so aus, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Der glitzert in blau, lila und leichten Hellblautönen. Ich zeige es euch nochmal so. Das ist ein Pigment. Und mit Pigment habe ich noch nicht ganz so viel gemacht, weil es immer so eine Sauerei ist, weil es halt eben oftmals hier unten sehr viel Fallout hat. Aber es sieht so schön aus, dass ich es unbedingt ausprobieren möchte. Kleiner Disclaimer wie immer, keine bezahlte Werbung, keine bezahlte Kooperation. Ich habe nichts in PR erhalten. Alles, was ich hier benutze, habe ich selbst ausgesucht, selbst gekauft und selbst bezahlt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich starte heute mal nicht mit einer Lidschattenbase, sondern mit einem Kajalstift, nämlich mit diesem hier. Das ist ein schwarzer Kajal, den werde ich mir auf dem beweglichen Augenlid auftragen und dann immer wieder schichten und immer wieder ausblenden. Entweder werde ich dazu diesen Pinsel hier benutzen oder diesen, das weiß ich noch nicht, muss ich mal ausprobieren, was am besten funktioniert, denn diese Technik habe ich persönlich auch noch nicht ausprobiert. Also für mich ist es heute auch mal was Neues. Und wie gesagt, also ich starte quasi mit dem Kajalstift, der ist im Übrigen von Santé und schaut so aus von innen, also ganz normaler Kajal. Ich weiß, dass der sehr weich ist und der lässt sich gut ausblenden. Und den werde ich immer wieder in Schichten auf meinem beweglichen Lid aufgeben und dann nach außen wegblenden und auch nach innen einblenden. Als nächstes werde ich jetzt noch mit einem normalen schwarzen Lidschatten drüber gehen. Dann nehme ich den von Wayne Goss aus meiner Wayne Goss Palette, den hier oben. Den werde ich jetzt auch nochmal mit dem Pinsel auftragen und über dieses Schwarz quasi rein verblenden. Jetzt nehme ich nochmal den schwarzen Kajal und trage den nochmal hier vorne im vorderen Drittel meines beweglichen Lids auf. Jetzt nehme ich das Pigment, also es ist in Pulverform, und ich werde jetzt einen Pinsel ansprühen. Ich bin mal am Überlegen, was ich am besten nehme. Entweder nehme ich diesen hier. Oder diesen, ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, ich probiere das mal mit diesem. Das ist eigentlich ein Concealer-Pinsel. Ja, doch, ich glaube, der eignet sich. Der ist sehr schmal und flach gebunden. Und den werde ich jetzt mal mit einem Fixing-Spray ansprühen. Dann werde ich in das Pigment reingehen und versuchen, es auf dem vorderen Teil meines Auges aufzutragen. Das hat richtig gut geklappt. Schaut euch das mal an, wie das schön aussieht. Wow. Jetzt nehme ich nochmal das Schwarz aus der Wayne Goss Palette und rauche das nochmal aus. Wow. Ich bin mega begeistert. Schaut euch das an. Wahnsinn. Am unteren Wimpernkranz werde ich jetzt auch nochmal schwarze Farbe auftragen, und zwar mit diesem Kajal. Und danach werde ich das Ganze auch wieder mit dem schwarzen Lidschatten aus der Wayne Goss Palette ausblenden. Schaut euch mal diesen Duochrome-Effekt an. Das sieht richtig, richtig geil aus. Gefällt mir unfassbar gut. Ich werde jetzt noch meine Base fertig machen, das Ganze setten, Blush und Bronzer auftragen, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe meinen Look jetzt fertig gemacht.
Ich habe heute als Base aufgetragen die Hydromaniac Foundation von Urban Decay. Die möchte ich gerne nämlich nochmal testen. Die habe ich heute gesettet mit dem Puder von Make-Up Coach. Das ist das Zauberpuder. Und ich habe auch von Make-Up Coach Bronzer und Blush benutzt. Wie immer eins meiner Lieblingsduos. Für die Augenbrauen habe ich von Catrice den Slimatic Pan benutzt und den Brow Colorist auch von Catrice. Auf den Lippen trage ich heute den Lip Pencil von Make-Up Coach in der Farbe Beste Freundin. Und ich habe von Alverde einen Lippenstift mitgebracht. Den habe ich heute aufgetragen. Das ist die Farbe 010 Rose Saphir. Schaut von innen so aus. Jetzt werde ich noch meine Wimpern biegen und etwas Mascara auftragen. Hierzu benutze ich, wie so oft in letzter Zeit, die Sky High Mascara und The Falsies Lash Lift Mascara, beide von Maybelline. Und beide haben verschiedene Bürstchen und erzielen einen unterschiedlichen Effekt. Und somit kann ich, wenn ich beide Mascaren auftrage, das Beste aus meinen Wimpern herausholen. Jetzt nehme ich nochmal den schwarzen Kajal und gehe damit oben an meiner Wasserlinie entlang, um den Wimpernkranz nochmal richtig schön zu verdunkeln. So Freunde, das ist jetzt der fertige Look. Mein Fazit zu dem Pigment, der Hammer. Schaut euch das an, wie schön das aussieht. Das ist echt ein Traum und das habe ich bei Wish bestellt. Das war nicht teuer. Ich glaube, das Töpfchen hat 50 Cent oder 1 Euro oder was gekostet. Es ist nicht viel drin, man braucht aber auch nicht viel. Was man beachten sollte, man sollte einen flachen Pinsel nehmen. Also wie gesagt, das ist jetzt eigentlich ein Concealer-Pinsel, ein flacher. Und den sollte man ansprühen mit einem Fixing Spray und dann lässt sich das Pigment ohne Fallout komplett richtig schön auf dem Augenlid auftragen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen inspirieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.